Kennst du eigentlich schon dein Warum? In diesem Video geht es heute mal wieder um das Thema Ziele finden und Ziele setzen. Und wenn ich diese Frage stelle, kennst du eigentlich schon dein Warum, dann kannst du dahinter ziemlich viele Sätze anhängen. Warum stehst du jeden Morgen auf? Warum gehst du jeden Morgen zur Arbeit? Warum quälst du dich vielleicht jeden Tag auf der Arbeit? Warum versuchst du stets Geld zu verdienen? Wofür schaffst du das ran? Warum versuchst du glücklich zu sein? Warum versuchst du dich gesund zu ernähren? Es geht immer um das Warum, das merkst du jetzt schon. Und darum geht es heute auch in diesem Video. Denn wenn ich nicht weiß, warum ich morgens aufstehe, kann ich auch liegen bleiben. Wenn ich nicht weiß, warum ich zur Arbeit gehe, warum mache ich sie denn überhaupt? Also viele Sachen sind so automatisch geworden. Wir machen sie jeden Tag oder regelmäßig und fragen uns gar nicht mehr, warum mache ich das? Und wenn wir das nicht oft genug tun, dieses Warum, dann kann es passieren, dass wir Dinge tun, die wir gar nicht wollen. Ja, also wenn ich merke, okay, die Arbeit passt mir gar nicht, dann kriege ich das nur raus, wenn ich frage, warum tue ich mir das eigentlich noch an? Warum ertrage ich noch den anstrengenden Chef oder die anstrengenden Kollegen? Oder warum esse ich jetzt eigentlich gesund? Warum nehme ich nicht lieber die Chipstüte zur Hand? Solche Dinge, ja. Darum geht es bei diesen Fragen, warum? Was steckt eigentlich dahinter? Warum tust du das? Und machst du das regelmäßig? Falls nicht, solltest du vielleicht damit anfangen. Denn das ist auch ein Teil der Strategie, wie man im Leben etwas verändern kann, wie man erfolgreich werden kann. Und daran soll dich dieses Video erinnern. Warum klingelt also morgens bei dir der Wecker? Warum fährst du zur Arbeit? Warum bildest du dich weiter? Warum gehst du zu Seminaren? Warum, warum, warum? Also ein Thema zur Zielsetzung. Das kann man gar nicht oft genug diese Frage stellen. Du musst sie dir selbst stellen. Ideales Beispiel, morgens, du gehst ins Bad, putzt dir die Zähne, wäschst dir das Gesicht und jedes Mal, wenn du dich dabei im Spiegel betrachtest, fragst du dich, warum? Warum stehe ich heute hier? Warum sollte ich heute zur Arbeit gehen? Warum sollte ich heute den nächsten Schritt zum Erfolg tun? Warum, warum, warum? Und so motivierst du dich immer wieder Stück für Stück weiter und damit hältst du deine Motivation noch auf einem gewissen Level. Und das ist nämlich auch oftmals für viele Menschen das Problem. Sie gehen auf Seminare, kommen nach Hause, sind die ersten zwei Tage so richtig Feuer und Flamme für das, was sie tun und verändern wollen und danach geht's runter, die Motivation sinkt. Und deswegen muss man sich immer wieder auf dem Level halten, das man noch auf dem Seminar hatte. Das ist natürlich schwierig, aber es gibt ja Hörbücher und Bücher und alles mögliche, womit du dich regelmäßig motivieren kannst. Aber das Wichtigste ist wirklich diese Grundsatzfragen. Warum willst du erfolgreich sein? Warum willst du etwas verändern? Warum tust du jetzt gerade das, was du tust? Welcher Sinn, welcher Zweck steckt dahinter? Das musst du dich regelmäßig fragen. Das Warum entscheidet über alles. Und schreib mir doch mal in die Kommentare, warum du jeden Morgen aufstehst, warum du regelmäßig zur Arbeit gehst und, so wie ich es jetzt hier im Video erklärt habe. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.